Bei deiner vorigen Coaching-Einheit, da ging es um das Thema Feedback geben. Jetzt geht es darum, was du tun kannst, wenn dir jemand Feedback gibt. Und ich wiederhole meinen Leitsatz noch einmal, wer Lob mag, der sollte Kritik lieben. Aber, und da darf man dann auch mal aber sagen, nur dann, wenn dein Feedback oder die Kritik auch ordentlich an dich adressiert ist. Von daher lass uns mal schauen, was du tun solltest, wenn du kritisiert wirst oder dir jemand sagt, dass du was besser machen kannst. Denn nichts anderes ist Kritik, die Hilfestellung, besser zu werden. Wenn du das so siehst, wird es auf jeden Fall viel einfacher. Erstens, sei dankbar. Sei dankbar für jedes ehrliche Feedback. Die meisten Menschen, die plappern dir nach dem Mund, weil sie sich nicht trauen, dir die Meinung zu sagen. Wenn du aber ehrliches Feedback bekommst, kannst du dein Verhalten vielleicht anpassen, du kannst zumindest darüber nachdenken, ob das stimmt, was derjenige sagt, und du kannst dich damit weiterentwickeln. Als zweites, ganz, ganz wichtig, fällt mir immer wieder auf, rechtfertige dich nicht. Die meisten Menschen, die Kritik bekommen, fangen sofort an, sich für ihr Tun oder Verhalten zu rechtfertigen. Mach du es richtig, nimm Feedback an, auch einfach mal nur annehmen, bedank dich dafür. Selbst wenn mich Menschen früher am Telefon beleidigt haben, habe ich mich bedankt. Entweder hatte derjenige dann erkannt, dass es falsch war, hat sich entschuldigt, oder er hat aufgelegt. Beides habe ich mit Humor genommen, aber auf jeden Fall war ich dankbar dafür, wenn ich ein ehrliches Feedback bekommen habe. Als drittes, auch immer wieder so ein Klassiker gern genommen, mach keinen Bumerang draus. Was meine ich damit? Immer wieder erlebe ich es in 1:1 Coachings, dass mir Menschen davon erzählen, dass sie ein Feedback von jemand bekommen haben, der selber irgendwas anderes getan hat. Wenn dir jemand Feedback gibt, dann nimm das Feedback an und wirf demjenigen dann nicht im Gegenzug noch irgendwas anderes an den Kopf. Mach also kein Gegenfeedback draus, sondern zieh dir die Dinge heraus, die du brauchen kannst, um besser zu werden. Denk dran, Kritik lieben und daraus lernen. Und nicht gleich sagen, ja, du hast aber das und das gemacht. Wenn du das machst, ist das Feedback fehl am Platz. Punkt 4. Bleib selbstbewusst. Ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du Kritik empfängst, dann bedeutet das ja meistens, dass du vielleicht was falsch gemacht hast. Glückwunsch, denn wer keine Fehler begeht, der wächst nicht. Ohne Fehler sind wir gar nichts. Die ganze Menschheit steckt voller Fehler. Jeder Mensch macht jede Menge Fehler und nur die, die daraus lernen, die wachsen auch. Als ich vor über 20 Jahren im Callcenter angefangen habe, da habe ich angefangen am Gesprächsende, alle Kunden, die nicht bei mir gekauft hatten, zu fragen, was ich besser machen kann. Die Antworten, die ich dabei bekam, die haben mich besser gemacht, sie haben mich motiviert und ich habe daraus gelernt. Und im schlimmsten Fall war es ein Lob, dass es nicht an mir lag, ja, warum der Kunde nicht gekauft hat. Also hör niemals mit etwas auf, das dir Freude bringt, nur weil vielleicht mal jemand gesagt hat, dass es ihm nicht gefällt. Frag stattdessen, ob er oder sie vielleicht einen Tipp hat, was du besser machen kannst. Ja, wenn es nicht konstruktiv ist, dann diskutier nicht drüber, denk an Idioten. Mir haben auch schon Leute gesagt, hör einfach auf mit dem, was du tust. Und dann habe ich erst recht weitergemacht. Und am Ende hat sich's auch gelohnt. Als fünftes, analysier dein Feedback. Nutze es, wenn du etwas Neues machst. Jedes Coaching, das ich gebe, überprüfe ich und ich lese mir durch, was die Teilnehmer mir als Feedback gegeben haben. Basierend auf diesen Erkenntnissen werden die Coachings immer besser und meine Teilnehmer haben besseren Nutzen daraus. Das ist ja, haben wir ja Win-Win, beide was davon. Nimm dein Feedback und die Erkenntnisse immer mit in die neue Planung. Und zum Schluss noch ein ganz wichtiger Tipp. Es wird immer wieder Menschen geben, die dich nicht mögen. Das ist ganz normal. Je erfolgreicher du wirst, umso mehr steigt die Zahl deiner Hater. Leg dir also von Anfang an ein dickes Fell zu und lass unberechtigte Kommentare an dir abprallen. Zieh dein Ding durch. Es gibt so viele Beispiele von berühmten Persönlichkeiten, die am Anfang enormen Gegenwind erfahren haben und am Ende haben sie alle drüber gelacht. Die Leute, die mich damals ausgelacht haben, als ich ihnen erzählt habe, dass ich in einem Callcenter arbeite, die kenne ich schon gar nicht mehr. Die Namen habe ich einfach vergessen. Und ich bin jeden Tag dankbar für das Leben, das mir diese Entscheidung eingebracht hat, denn dort habe ich Kommunikation, die Fähigkeit Nummer 1 im Leben gelernt. Und du bist jetzt auch gut gerüstet, um Feedback zu geben und zu empfangen. Du weißt, wie man kommuniziert. Bis dahin erstmal alles Gute. Und wenn du Fragen hast, schreib mir gerne eine Nachricht. Bis dann, dein Uwe.